Lilo, heute schauen wir uns mal die primäre Zwischenablage an. Wofür das wichtig ist, dass hier meine Webcam zu sehen ist und meine Tastatur, werden wir gleich sehen, damit ihr auch seht, was ich überhaupt hier so mache. Gut, meine Maus. Die bediene ich heute etwas ungewöhnlich, aber warum, das sehen wir gleich. Gut, ihr seht meine Maus, damit klicke ich rum, Linksklick kann ich das Fenster verschieben. Primäre Zwischenablage. Angenommen, ich hätte ein Dokument, so ein Dokument. Das hier will ich dahin kopieren. Jetzt mache ich extra mal die Mausbewegung, damit ihr seht, ich klicke nicht auf den Maustasten rum. Gut, ich gehe mal mit dem Cursor dahin, linke Maustaste wie üblich, ja? Sudo get update ist markiert, mehr mache ich gar nicht. Jetzt gehe ich auf das Fenster, linke Maustaste, dass dieses Fenster markiert ist, und jetzt drücke ich die mittlere Maustaste. Und dann steht es da. Nett, nett. Na, drücke ich mal Enter. Sudo apt-get update. Müsste ich mein Passwort eingeben. Angenommen, ich wollte jetzt The Recrona kopieren, ne? Ich mache das jetzt, wie gesagt, jetzt mal absichtlich ein bisschen aufwendig hier mit den Mausmarkierungen. So, ich habe keine rechte Maustaste gedrückt, sondern nur die linke Maustaste und drücke jetzt die mittlere Maustaste. Markieren reicht. Markieren reicht vollkommen. Was könnte man noch machen? Ich gehe jetzt mal auf LibreOffice Writer. In LibreOffice Writer möchte ich mein Home-Verzeichnis einfügen. Dazu habe ich bereits meinen, ja, ihr würdet sagen, den Nautilus-Dateimanager geöffnet. Gut, ich mache das, wie gesagt, jetzt mal extra hier ein bisschen aufwendig mit meiner Maus, damit ihr seht, ich trick's hier nicht rum. Gut, und hier habe ich ein Symbol, zum Beispiel einfach nur den Pfad anzeigen. Und dieser Pfad ist bereits markiert. Mein Home ist hier. Linksklick. Mittelklick. Und dann ist der Home-Verzeichnis da drin. Gut, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Primäre Zwischenablage. Finde ich gut.